Hallo Leute, ich bin die Aurena Gatifola, Heilerin, Seherin, multidimensionales Wesen. Ich kann Energien sehen und lesen. Sorry, die Kamera hüpft und ich weiß immer gar nicht, wo ich hingucken soll. Liebe Grüße aus Mexiko, Tulum. Ich bin umgeben von Zenoten und Pyramiden. Und gestern war ich freitauchen, freies Tauchen. Man nennt es auch Abnehmer oder so ähnlich. Ich kann das Wort gar nicht aussprechen. Also das heißt, du tauchst in die Tiefen des Meeres, einfach nur die Luft anhalten, ohne Sauerstoff, also nicht wie beim Scuba-Diving. Und das habe ich jetzt begonnen und da sind ein paar Sachen in den letzten Tagen passiert, wo ich mir gedacht habe, ich muss unbedingt darüber reden. Wir haben jetzt heute Vollmond. Der Vollmond im Virgo ist in der Jungfrau und wir haben das Wassermann Februar. Wir hatten jetzt das chinesische neue Jahr und Wassermann, sind ja auch im Wassermann-Zeitalter, da geht es ganz stark darum, sei in deiner Freiheit, sei einzigartig, aber lebe in einer Gemeinschaft, wo man sich gegenseitig hilft und unterstützt. Und wir gehen raus aus ganz alten Mustern aus dem alten Atlantis, wo man kontrolliert hat, manipuliert hat und mit der Angst regiert hat, was viele Politiker heutzutage noch tun, die regieren mit der Angst. So, jetzt habe ich ein paar Fragen an euch, weil da sind ein paar Sachen passiert, wo ich mit einer Klientin heute gesprochen habe, ganz liebe Grüße. Und was gestern passiert ist, wo ich mir gedacht habe, warum werde ich in sowas involviert? Sowas hatte ich ja schon ewig nicht mehr, das brauche ich nicht. Und zwar gestern war ich tauchen und da ist ein Mann, das ist der Chef von dem Tauchladen. Also, wenn ich ihn angucke, ich kann Aura sehen, war die total dunkel und ich wollte mich immer von dem fernhalten und dachte mir, um Gottes Willen. Und jedes Mal, wenn ich bei denen am Laden war, hat er es geschafft, einen der Angestellten zum Heulen zu bringen. Und zwar so, dass die echt runtergeputzt worden sind und dass die gegangen sind und geheult haben. Und ihm ging es am Arsch vorbei. Und da habe ich mir gedacht, was ist denn das bitte? Und habe schon gemerkt, hoppala, sowas unterstütze ich nicht, das will ich finanziell nicht unterstützen, ich will da auch energetisch nicht drin involviert sein. Und ich habe aber auch meine Leute, mit denen ich meine Heilsitzungen mache und habe mir gedacht, nee, komm, jetzt mach da mal weiter und guck, was passiert. Und das habe ich dann auch gemacht. Und was dann passiert ist gestern, wir hatten diesen unglaublichen Tag, wo wir getaucht sind, einem Schiffwreck, bin ich reingetaucht und wir rausgetaucht. Dann waren wir an einem Reef. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, wo die ganzen Korallen und so sind wir dann getaucht. Und dann haben wir so ein Meerjungfrauentauchen gemacht. Das war auch super interessant. Die Jungs hatten dann auch diese Meerjungfrauenkostüme an. Ich hab so gelacht, das war so lustig. Und dann sind wir nach Hause und dann sind wir noch zu ihm ins Büro. Und ich dachte mir, okay, brauche ich jetzt nicht. Aber dann trinken die halt noch ihren Kaffee da und ich trinke mein Wasser. Und dann hat er die ganzen Videos angeschaut und hat angefangen, mir die Videos zu schicken und die waren einzigartig, also mega genial. Ich bin ihm so dankbar, wie er das gemacht hat, also total happy. Einfach, dass ich das mit euch und mit anderen Menschen teilen kann. Und dann sagt er zu mir so, weil ich dann immer geguckt habe, ob er mir alles schickt, weil es halt so viele sind, weil ich die letzten 4 Tauchgänge nichts bekommen habe. Und das habe ich ihm gesagt, habe ich gesagt, hör zu, jeder hat Videos bekommen und Fotos und ich nicht. Und da habe ich mich hingestellt, da hätte ich auch meinen Mund halten können und sagen können, einfach gar nichts sagen können und ihn machen lassen, ja. Und da habe ich mir gedacht, nö, ich stelle mich jetzt hin und sage einfach, dass ich die letzten 4 Male gar nichts bekommen habe. Ich möchte gerne die Videos, weil ich zahle ja auch einen Haufen Geld, damit ich wie die anderen gleichberechtigt auch meine Sachen bekomme. Und dann flippt er aus und sagt, ja, das macht er, weil er nett ist, dies und jenes. Und dann bin ich aufgestanden, ich hatte so meine Hand auf seiner Hand, weil ich immer in meinem Herzen bin, damit er ruhig bleibt. Und dann hat er gemerkt, er kann seine Energie nicht ausbreiten und er kann nicht wütend werden, weil ich ja meine Hand auf seiner Hand hatte und in meiner Herzenergie war, ja. Und auf einmal guckt er mich so an, weil er gemerkt hat, er kann nicht in diese aggressive Energie gehen, was er normal ist, wo er dann die Leute so runterdrückt, guckt mich an und sagt, fass mich nicht an, wieso, wenn ich ihn jetzt gleich verprügeln würde. Dann dachte ich mir, was hat er denn jetzt? Und dann habe ich gespürt, was in ihm abläuft, ja, also diese Ängste, was er selber durchgemacht hat als Kind. Und dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, du hör zu, ich mag das nicht, wie du mit mir sprichst, beruhig dich erstmal, ich stehe jetzt auf und gehe woanders hin. Und das Krasse ist, normal beruhigt sich das Gegenüber und das war dann nicht so. Er hat dann weitergemacht und weitergemacht und dann alle Leute, die in dem Raum waren, und das waren nicht wenige,
er hat total die Energie runtergezogen und dann habe ich erstmal Wasser getrunken. Einer der Angestellten hat fast geheult, weil er sich so geschämt hat und verletzt war, wie der mit mir redet, weil ich keine Person bin, mit der man so umgeht. Definitiv nicht, weil ich auch immer höflich und respektvoll bin. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich drehe mich jetzt um, gehe in meine Kraft, gehe in mein Herz, gucke ihn an, habe die Energien transformiert, dann ist er einigermaßen ruhiger geworden und am Ende dachte ich mir nur, gehe ich jetzt einfach und ignoriere ihn und komme nie wieder zurück, ja? Das war auch so eine Challenge. Oder dann habe ich mir so gedacht, verabschiedest dich jetzt, aber dann haben sie sich bei mir verabschiedet und es war okay. Aber es war nicht wirklich okay, weil ich mir gedacht habe, es ist krass, wie er mit den Angestellten umgeht. Und jetzt helfe ich einen, also den Leuten. Also einmal habe ich mir gedacht, sowas brauche ich nicht. Und dann habe ich gemerkt, okay, es war wichtig, dass ich dort war, dass die anderen sehen, es ist nicht in Ordnung, wenn einer so mit einem redet. Weil die lassen das mit sich über Jahre so mit sich umgehen. Und einmal haben sie das gesehen und die haben gesehen, dass ich in Ordnung war. Und das andere ist, ich habe dann angefangen, einem zu helfen, zu sagen, hör zu, es gibt, das, was du machst, ist so einzigartig, dass andere sich um dich reißen würden, wenn du diesen Job halt bei wem anders annimmst oder auf deine eigenen Beinen stehst. So, dann hatte ich gestern eine Klientin, da habe ich mir gedacht, das muss der Vollmond sein in der Jungfrau, der so ganz viel und vor allem dieses Zeit des Wassermann-Zeitalters, dass wir wirklich in die Freiheit gehen, raus aus der Kontrolle und aus der Angst. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Willst du, dass man dich respektiert oder willst du, dass Menschen Angst vor dir haben? Wenn Menschen Angst vor dir haben oder wenn du Angst vor jemanden hast, ist kein Austausch von Liebe möglich, weil die Angst dominant ist. Und Angst ist immer ein Mangel an Liebe. Also, willst du respektiert werden oder willst du jemanden respektieren? Wenn du einen Lehrer hast oder einen Meister, bist du dein eigener Meister oder hilft der Lehrer dir, in deine eigene Kraft zu kommen? Oder manipuliert der Lehrer dich so, dass du nicht eigenständig denkst und dich erniedrigt fühlst oder dich klein gemacht fühlst? Ich habe einen Grund, warum ich dir diese Fragen stelle. Ich komme gleich dazu. Meine Frage ist auch, schaust du nach einem Lehrer, obwohl du gar keinen mehr brauchst, weil du Angst davor hast, in deiner Macht, in deiner Kraft und in deiner Liebe zu sein? Hast du Angst davor, einfach einzigartig zu sein und du willst so sein wie die anderen, weil du geliebt werden willst? Ich kann dir nur empfehlen, lies bitte das Buch Celestine, die 9. Prophezeiung von James Redfield. Unglaublich informativ, wie man lernt, in seine eigene Kraft zu kommen und wie man lernt, ja, die Dynamiken zu erkennen, dass du einfach deine eigene Live-Energie hast, dass du nicht Energie von anderen brauchst. Und es sind nicht die bösen Aliens, die die Energie nehmen oder die Sachen machen. Es sind wir Menschen. Aber wir Menschen müssen wieder lernen, mit unserer eigenen Urenergie, mit unserer Quelle in Verbindung zu kommen. Und das ist der Grund, warum ich Aktivierungen mache, Priesterin-Aktivierung, Sternensaaten-Aktivierung, dass deine medialen Fähigkeiten zu dir zurückkommen, dass wenn du ein Heiler bist, deine eigene Technik entwickelst, wie du mit anderen Menschen arbeitest und nicht einer Technik folgst, die vielleicht dir gar nicht entspricht, aber die ja die Heilerausbildung voraussetzt, so wie beim Reiki. Ich bin Reiki-Großmeisterin, habe es 2007 gemacht, wende das nicht an, habe mir die Symbole entfernen lassen, weil ich weiß, dass Sternensaaten, und ich rede immer mit Sternensaaten, dass wir so viel Wissen und Macht in uns haben und können, das einzigartig ist, dass wir Menschen auf unsere einzigartige Weise helfen. Und das ist dann eine Unterstützung als Team in der Gruppe, dass jeder geliebt ist, so wie er ist und jeder unterstützt wird in dem, was der Mensch ist, ohne den Willen zu brechen und ohne Angst zu erzeugen. Angst, wenn jemand Channelings macht und mit Angst arbeitet, kannst du gleich löschen die Information. Und den Menschen auch. Du bist zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Menschen immer. Wenn du in eine negative Situation kommst, hast du etwas zu heilen und aufzulösen. Und dann hilfst du anderen Menschen, in ihre Kraft zu gehen. So, wichtig ist auch, und das möchte ich ganz, das ist so, hast du Angst vor Transformation? Hast du Angst, dich weiterzuentwickeln? Hast du Angst, das Alte loszulassen? Wenn ja, dann bitte lass das Alte los, hab Vertrauen, geh in deine Urkraft. Und wenn ich Aktivierungen mache, das ist ein Unterschied zwischen einer Initiierung und Aktivierung. Bei der Aktivierung wird dein eigenes Potenzial aktiviert, sodass du dich leben kannst mit dem, was du bist. Bei einer Initiierung, einer Einweihung, lernst du eine Technik, die alle machen. Und dann machst du etwas, das alle machen. Die Militär schaut aus, ein Soldat schaut aus wie der andere, damit man sich nicht von dem anderen absondern kann, dass man ja nicht aus der Reihe tanzt. Aber genau das wollen wir. Wir wollen aus der Reihe tanzen.
Wir wollen einzigartig sein, aber wir helfen uns gegenseitig. Wir sind voller Liebe füreinander. Wir gehen aus der Angst der Manipulation und aus dem erniedrigt werden raus und wir hören auf, den Willen zu brechen von Menschen oder Kindern. Wir gehen in unsere Kraft, wir helfen Menschen und wir unterstützen uns gegenseitig und sind füreinander da. Und das geht in der Gemeinschaft und wir sind viel kraftvoller in uns und füreinander, wenn wir uns selber kennen, wenn wir uns selber lieben, wenn wir uns selber wertschätzen und uns unserer Macht stellen und unsere Macht leben, die aus der Liebe kommt und aus der Freiheit und aus der Wahrheit. Und Wahrheit kann manchmal wehtun, weil du dir gesunde Grenzen setzt, aber die Wahrheit ist so liebevoll, dass sie dich kraftvoller macht. So, das waren ganz wichtige Informationen, denn die Klientin, die mich gestern angeschrieben hat, hat mir dann erzählt, ja, sie ist auf ein Retreat gegangen und die dort, die Priesterin war oder was weiß ich, das Oberhaupt, die hat die Leute runtergemacht, die haben in Angst gelebt, die hatten keinen Selbstwert mehr. Und was ganz oft passiert ist, auch in deiner Kindheit, wenn Autorität missbraucht wird, ja, wenn Autoritätsfiguren, Persönlichkeiten, Lehrer, Gurus, wer auch immer, das missbrauchen, geben sie dir ein Gefühl von, du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist, du weißt nicht mehr, was falsch und richtig ist, du zweifelst dich selber an, du zweifelst an, was du denkst und fühlst und dann sagen sie dir, oh, das ist ja alles das Ego und weißt du was, das Ego ist nicht schlecht, das Ego, dein Kopf, dein Verstand beschützt dich. Wenn du schlechte Sachen erfahren hast, wird es abgespeichert in deinem Verstand und dein Verstand sagt dir, Gefahr, Gefahr. Nicht, weil dein Verstand böse ist und weil dein Ego böse ist, sondern weil dein Verstand und dein Ego dich beschützen will und sagt, hör zu, das haben wir schon mal erlebt, wir müssen uns jetzt beschützen, das machen wir nicht mehr. Und dann kommt dein Herz, weil das der Verstand und das Herz in Einklang gehen und dann sagt dein Herz, aus der tiefen Weisheit heraus, weißt du was, das schaffen wir jetzt. Wir tun uns jetzt umprogrammieren und wir machen eine neue Erfahrung, sodass du dann offen in die Welt hinausgehen kannst mit dem, was du bist. So. Und was das Mädel mir dann gesagt hat, habe ich mir gedacht, mein Gott, ich finde das so krass, ich muss drüber sprechen, weil wir wollen raus aus diesem, ihr braucht keine Lehrer, habt Menschen, die euch an der Hand nehmen, dann loslassen und euch selber laufen lassen. Eltern, die voller Liebe für ihr Kind sind, machen ihr Kind nicht abhängig, sondern ermutigen ihr Kind, mutig zu sein, auf eigenen Beinen zu stehen und dem in die Welt hinauszugehen, voller Selbstvertrauen. Das ist, was Eltern machen. Und das ist, was Lehrer machen. Das ist, was jemand macht, der ein Heiler, ja. Ich hatte eine Klientin vor ein paar Tagen, die hat geheult, weil sie wollte mit mir ein Video machen, mit mir ein Gespräch führen. Ich arbeite nicht mehr mit den alten Energien. Das brauche ich nicht. Ich sehe, was bei euch los ist. Dann transformiere ich das mit euch. Und mein Ziel und euer Ziel ist es, dass ihr in das Neue geht, voll Vertrauen, voller Selbstliebe, Selbstwert und Eigenermächtigung. Ich werde diese alten Scheißtechniken nicht unterstützen, auch wenn ihr mich vollheult, auch wenn ihr sauer seid. Ich mache das nicht. Dann geht bitte zu einem Heiler, der die alten Methoden anwendet. Ich will, dass ihr in die neuen Frequenzen geht. Ich arbeite mit Sternensaaten. Ich will, dass ihr euch vertraut, dass ihr dem Prozess vertraut und dem Universum, weil es geht nicht um mich, es geht um euch, dass ihr euch mit der Quelle wieder verbindet und mit euch selber. Und so arbeite ich. Und das werde ich immer wieder machen und die Leute, die diesen alten Weg gehen wollen, die werde ich von mir wegschubsen, weil ich eine Aufgabe habe. Ich kann nur dann Menschen hochholen, wenn ich selber auch hochschwingend bin. Und ich kann nur dann Menschen helfen, wenn ich selber kraftvoll bin. Und deswegen gucke ich, dass ich glücklich bin, deswegen gucke ich, dass ich in meiner Kraft bin. Und dann gehe ich die neuen Wege, auch wenn die manchmal Angst machen und so ist es halt. Aber ich will, dass ihr euren eigenen Weg geht, voll Vertrauen, voller Liebe und voller Dankbarkeit, weil wir einfach, ja, wundervolle Lichtwesen sind. Deswegen sind wir hier auf die Erde gekommen. Wir haben eine wundervolle Aufgabe, glücklich zu sein, einzigartig zu sein und frei zu sein. Das ist das Wassermann-Zeitalter. Liebe Grüße, wenn ihr Interesse an den Priesterinnen-Aktivierungen habt oder Heileraktivierung, Sternensaaten-Aktivierung, meldet euch. Danke, dass ihr immer so wirklich liebevoll und zahlreich die Sitzungen bei mir bucht und dass ihr mir vertraut. Und mehr ist es, dass ihr euch vertraut. Bis dann!